endlich richtig warm und sonnig. Aber wie lange bleibt das so? Am Wochenende nähert sich schon ein neues Tief und das leitet für die neue Woche wechselhaftes Wetter ein. Was bis dahin passiert, das besprechen wir jetzt. Und damit herzlich willkommen hier bei Wetter Online. Ja, ich hoffe, ihr genießt die Hitzespitze jetzt so richtig, denn Hochelfi wandert auch schon wieder von uns weg. Und über Skandinavien liegt gleich ein ganzer Tiefdruckkomplex, der nur darauf wartet, uns wieder kühle Luft zu bringen. Dieses Zentraltief hier verlagert sich am Samstag Richtung Nordsee. Das bedeutet, am Wochenende bestimmt ein Tief an den Küsten schon wieder unser Wetter. Im Süden hält sich der hohe Luftdruck dagegen noch etwas länger. Und das sieht man besonders in den Temperaturen. Die Grenze zwischen der kühlen Luft vom Tief und der wärmeren von Hochelfi sieht man hier in der Linie von Rheinland-Pfalz bis nach Berlin deutlich. Von der Nordsee wird es mit 19 bis 24 Grad Richtung Landesmitte merklich kühler als zuletzt. Südlich der gedachten Temperaturlinie sind nochmals 25 bis 30 Grad drin. In der schwülheißen Luft können sich dann am Samstag Richtung Donau und Alpenraum Schauer und teils kräftige Gewitter bilden. Starkregen und auch Hagelkörner sind hier möglich, allerdings liegt das Ganze noch nicht im warnrelevanten Bereich. Richtung Küsten sind außerdem einzelne Schauer unterwegs. Aus wechselnder Bewölkung kann es auch mal länger regnen. Hier kann sich das Ganze dann auch echt usselig anfühlen, weil der Wind böig auffrischt. Bis auf diese regionalen Einschränkungen wird es aber am Samstag verbreitet trocken und sonnig. Am Sonntag ändert sich an der ganzen Lage erstmal nicht allzu viel. In den frühen Morgenstunden können sich vor allen Dingen in der Mitte und im Süden Nebelfelder bilden. Mit viel Sonne lösen sie sich tagsüber aber schnell wieder auf. Besonders im Süden scheint die Sonne dann auch von früh bis spät. Im Gegensatz dazu zieht an den Küstenregionen ein Regengebiet herein und dessen Wolken breiten sich dann im Tagesverlauf auch bis zur Landesmitte aus. Nichtsdestotrotz wird es am Sonntag verbreitet trocken und sonnig. Lediglich im Alpenraum ist das Gewitterrisiko noch erhöht und die Temperaturen nehmen dazu auch noch mal einen kurzen Anlauf und es wird außer unter den dichten Wolken im Norden noch einmal wärmer als noch am Samstag. Die Höchstwerte liegen verbreitet zwischen 25 und 30 Grad. Im Dauerregen werden mit Glück noch 20 Grad erreicht. Das ganze Sommerwetter ist aber in der neuen Woche dann auch schon schnell wieder vorbei. Deswegen nutzt das schöne Wetter am Wochenende und tankt ordentlich Sonne. Wo sie genau scheint, das erfahrt ihr wie immer in unserer Wetter-Online-App oder auf wetteronline.de. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Macht's gut, ich bin Annika Jakob von Wetter Online.